meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Toskana-Saal der fürstlich-höflichen Residenz zu Würzburg bei einem besonderen Konzert, einem besonderen Abend im Rahmen des diesjährigen Mozartfestes, das auch ein besonderes Mozartfest ist. Sie wissen es alle, wir feiern den 100. Ich möchte heute Abend keine förmliche Einführung in die Folge der Kompositionen, die Sie hören werden, geben. Ich bin also jetzt hier nicht ein sprechender Konzertführer, sondern ich möchte ein paar Gedanken Ihnen vortragen, ein paar Überlegungen, die die Werkfolge in mir ausgelöst haben, erläutern. Und ich möchte das an drei Stichworten entlang orientieren. Das erste Stichwort heißt Konstellationen, das zweite Stichwort heißt Formen und das dritte Stichwort heißt Knoten. Konstellationen. Es stehen, das sehen Sie in dem Programm, fünf Namen, die natürlich hier nicht willkürlich zusammengestellt sind, sondern die durch Fäden, durch lose Fäden zugegebenermaßen auf eine lockere Weise miteinander verbunden sind. Dabei gibt es zwei Pole. Das sind auch diejenigen, deren Werke heute im Mittelpunkt stehen, also die meiste Zeit in Anspruch nehmen werden, nämlich auf der einen Seite Wolfgang Amadeus Mozart und auf der anderen Seite Hermann Zilcher. Mozart ist derjenige, ohne den es das, was wir hier in 4 oder 6 Wochen in wunderbarer Weise, wenn auch etwas eingeschränkt, feiern können, überhaupt gar nicht gäbe. Es gäbe den Anlass nicht. Und ohne den anderen, ohne Zilcher, gäbe es die besondere Form nicht, die er der Mozart-Verehrung und der Pflege des Werks von Mozart hier initiiert hat, diesen besonderen Ort geschaffen hat. Das ist seine Leistung und das bleibt seine Leistung. Mit Zilcher stehen zumindest zwei der Namen, die auf dem Programm stehen, in einer direkten Beziehung, in einer Beziehung als Schüler. Da ist zunächst der ältere Karl Orff, der allerdings bei Zilcher nicht Komposition studiert hat, sondern der Klavierschüler war. Und dann Norbert Glanzberg, der tatsächlich hier in Würzburg bei Zilcher Kompositionsschüler war. Die Konstellation Lehrer-Schüler, die ist in der Kunst immer ambivalent. Selbstverständlich lernt ein Kompositionsschüler bei seinem Meister das, was man gemeinhin Handwerk nennt. Aber der beste Lehrer ist dann am Ende doch der, der ganz in seinem Schüler verschwindet, wenn er das erreicht hat, was ein guter Lehrer erreichen soll, nämlich, dass der Schüler zu dem geworden ist, was er sein kann. Besonders beeindruckend für mich ist das immer bei Leopold Mozart, der, was heute viel zu wenig beachtet wird, ein guter, ein anerkannter Komponist war und der sozusagen alles, was in ihm war, in seinen Sohn hat strömen lassen. Und in dem Moment, als er erkannte, dass alles das, was er konnte, in seinem Sohn war, war er eine leere Hülle. Das ist ein großes Opfer, was Leopold Mozart gebracht hat, aber in gewisser Weise kennzeichnet das den perfekten Lehrer. Nun, wenn wir die Schülerschaft anschauen, wie gesagt, Orff mit dem, was wir heute Abend hier hören, mit den toskanischen Volksliedern, das kann man nicht als Ergebnis einer Schülerschaft bezeichnen, denn der 16-jährige Orff hatte bis dahin noch überhaupt gar keinen Schüler, keinen Lehrer. Was wir hier heute Abend hören, sind die interessanten Versuche eines Pubertierenden, die Musik, die in ihm gärte, damals aufs Papier zu bringen. Und bei Glanzberg, da sind es Chansons. Also gemeinhin das, was wir eher in die Kategorie der Unterhaltungsmusik legen. Und das sind aus meiner Perspektive Zeugnisse eines Musikerschicksals, wie es das 20. Jahrhundert eben einer Gruppe von Komponisten und Musikern bereitet hat. Glanzberg war so etwas wie ein Wunderkind. Er kam als 14-Jähriger ans Konservatorium,
unter die Obhut von Zilcher, hat sicher bei ihm viel gelernt, hat dann eine wunderbare Karriere begonnen, ehe ihn die Nationalsozialisten nach der Machtübernahme 1933 zur Flucht drängten. Er ging dann nach Paris und dort wurde das Leben für Glanzberg mühsam und unangenehm. Einer dieser wüsten Eingriffe der nationalsozialistischen Diktatur in menschliche Schicksale, und traurigerweise ist ja Glanzberg nicht der Einzige, der dieses erleiden musste. Glanzberg hat in vieler Hinsicht Dinge gemacht, die sein Lehrer Zilcher nie berührt hat. Glanzberg reüssiert etwa mit Filmmusik, ein Genre, mit dem Zilcher tatsächlich nie in Berührung gekommen hat. Und er schrieb eben Unterhaltungslieder, Chansons, die ihn allerdings in der ganzen Welt berühmt machten, oder vielleicht sollte man sagen, die ihn hätten berühmt machen können. Denn wie es in diesem Genre ist, man kennt die Interpreten, aber man kennt in der Regel nicht die Komponisten. Aber immerhin, Edith Piaf und Tino Rossi, diese beiden großen Namen der Chansonkultur, die sind es, für die Glanzberg einige seiner erfolgreichsten Chansons geschrieben hat. Und interessanterweise, das ist eine dieser Konstellationen, die ich hier meine, die Lieder, die Sie heute Abend zum Schluss des Konzertes hören werden, die stammen aus der Zeit, als das Mozartfest nach dem Zweiten Weltkrieg wieder begann. Das berühmte Padam etwa ist 1951 komponiert und gesungen worden, also in dem Jahr, als hier in Würzburg das Mozartfest wieder begann. Und dann haben wir schließlich den Namen Wilfried Hiller auf dem Programm stehen. Und das Besondere ist, das ist etwas, was wir in Konzerten ja so oft leider nicht erleben, das ist ein lebender Komponist, eine rare Spezies. Und es ist mir eine ganz große Freude, Herrn Hiller hier heute Abend begrüßen zu dürfen. Er weilt unter uns. Während also Mozart, Orff, Zilcher und Glanzberg nur mit ihrem Geist über den Wasser schweben, über den Wassern schweben oder über ihren Köpfen, sitzt Herr Hiller unter uns. Herzlich willkommen. Und wo ein Komponist im Saal ist, da ist die Uraufführung nicht weit. Und das ist sicher eine Besonderheit heute Abend, dass Sie und wir alle Zeugen einer Musik werden, die zum ersten Mal erklingt. In diesen Konstellationen, die ich hier sehe, könnte Herr Hiller die Position eines Enkelschülers einnehmen, denn einer seiner wichtigsten Mentoren war Karl Orff. Aber ich meine, das ist eine eher bedeutungslose Fiktion, zeigt sich doch Hiller in seinem reichen Oeuvre als ein Kopf eigenen Willens. Und man könnte das dann beliebig weiterspinnen. Jörg Wittmann, der in der letzten Woche das Mozartfest mit einem wunderbar hinreißenden Dirigat eröffnet hat, ist wiederum Schüler von Herrn Hiller, sodass man, wenn man wollte, Jörg Wittmann als einen Urenkelschüler von Zilcher bezeichnen könnte. Ich habe ihm das in der letzten Woche gesagt und wir haben beide herzlich gelacht. Das zweite Stichwort: Formen. Musik wird in Formen und in Gattungen verwirklicht. Und unser Programm des heutigen Abends konzentriert sich auf zwei solcher Formen und Gattungen, nämlich auf das im weitesten Sinne verstandene Lied und auf das sogenannte Charakterstück für Klavier. Monodisches Singen, also das Singen einer einzelnen Person zur Begleitung eines Instrumentes, gehört, so könnte man sagen, zu den Urformen menschlichen Ausdrucks. In vielen Kulturen und auch in der westlichen Kultur seit der Antike gibt es genau diese Form des monodischen Singens, im weitesten Sinne also das Lied. Ich möchte daran erinnern, weil unser Blick auf das Lied vielleicht doch unzulässigerweise verengt ist auf das romantische Kunstlied seit Schubert. Das scheint mir zu eng zu sein, vor allen Dingen, weil es die Liedkunst des 18. Jahrhunderts ausklammert und gerne auch die großartige Liedkunst
nicht-deutscher Komponisten auf Texte nicht-deutscher Zunge. Und deswegen ist es schön, dass wir heute Abend von der Vielfalt dessen, was man im weitesten Sinne Lied nennt, Proben bekommen werden. Und es sind Lieder aller möglichen Facetten. Immer sind kleine Geschichten dabei, manchmal auch Bühnenszenen, von verschwitztem Understatement bis tiefsinnigem Resonnement. Das geht los mit dem Block der Mozart-Lieder, eine feine Auswahl, die die ganze Kunst des Großen im Kleinsten zeigen. Auch da, etwa gleich im ersten Lied, haben wir den Eindruck, wir werden hineingezogen in ein kleines Operngeschehen. Und das alles mit wenigen Mitteln, die große Kunst Mozarts, mit wenigen Noten die allergrößte Wirkung zu tun. Dann Glanzberg mit seinen Liedern, die weltweit Erfolg hatten, die ein breites Publikum angesprochen haben und auch noch ansprechen, aber Glanzbergs Schicksal ist es in dieser Hinsicht, dass er hinter den berühmten Namen seiner Interpretinnen und Interpreten verschwindet, vor allen Dingen hinter Edith Piaf. Wir werden Lieder hören, die das Lebensgefühl des sogenannten Fin de siècle, der Zeit um 1900, einzufangen versuchen. Das sind die Lieder, die selten zu hörenden Lieder von Hermann Zilcher. Und dann schließlich Lieder, die aus der Gegenwart stammen, aus unserer Zeit, eben die Lieder, in Anführungsstrichen, die Wilfried Hiller geschrieben hat. Es ist ein Auszug, sind Gesangsstücke, monodische Gesangsstücke aus einer Oper, die Herr Hiller eben fertiggestellt hat und die noch der Uraufführung harrt. Und aus dieser Operngestalt hat Hiller kleinere Ausschnitte herausgezogen und zu einem kleinen Zyklus verbunden, dessen Uraufführung wir eben heute Abend hören. Das Klavierstück, die andere Form. Das versonnene Musizieren eines Einzelnen am Klavier, das Eingesponnensein über den Tasten in Tönen, das bildet seit dem 18. Jahrhundert, spätestens seit dem 18. Jahrhundert, einen Topos für empfindsamen Ausdruck in Tönen. Ich erinnere nur an das Gedicht von Friedrich Schiller, ein berühmtes Gedicht, Laura am Klavier, das Sie, wenn Sie es nicht ohnehin auswendig können, vielleicht gelegentlich mal nachschlagen. Da können Sie etwas spüren von dem, was man in den späten 1780er Jahren empfand bei dieser Vorstellung, ein Mensch sitzt am Klavier. Und ich erwähne dieses Gedicht nicht, um Ihnen zu zeigen, dass ich es kenne, sondern weil es im Jahr 1782 publiziert wurde, genau in dem Jahr, in dem wir meinen, wir wissen es nicht definitiv, dass Mozart seine D-Moll-Fantasie komponiert hat. Und diese D-Moll-Fantasie, ein Stück, das wie immer bei Mozart ein Doppelgesicht trägt, das eine gewisse Tragik, eine gewisse dunkle Verhangenheit zeigt, aber am Ende dann sich öffnet hin zu einem Durchschluss, der allerdings, um ein wenig Wasser in den Wein zu gießen, wahrscheinlich nicht von Mozart ist, denn dieses Stück ist bei seiner Erstpublikation unvollständig publiziert worden. Wahrscheinlich ist es ein Fragment, das vollendet worden ist von einem anderen Komponisten. Unser Pianist des heutigen Abends, Herr Wiesensee, wird deswegen auch eine andere Lösung für die Gestaltung dieses Schlusses Ihnen präsentieren. Er wird nämlich am Schluss wieder an den Anfang der Fantasie zurückkehren. Und dann den ebenfalls selten zu hörenden Klavierzyklus Klänge der Nacht von Hermann Zilcher. Ich habe, als ich das erste Mal hörte, so ein bisschen über den Titel hinweggelesen, aber ich finde, man sollte ihn ernst nehmen, genau in dem, was er ankündigt. Klänge der Nacht. Ja, wie eigentlich klingen denn Nächte?
wir sagen, man sieht in der Nacht nichts oder es ist dunkel, ja, aber wir reden eher selten über das, was, wenn wir schon nichts sehen, doch alles hören können in der Nacht. Und Musiker des 19. Jahrhunderts und auch des 20. Jahrhunderts sind diesen Klängen, diesem Was sagt uns die Nacht oder was können wir in der Nacht wahrnehmen, nachgespürt. Nicht nur Zilcher, sondern im selben Jahr auch Béla Bartók in seinem Zyklus Im Freien, wo der vierte Satz genau ein solches auditives Spektrum des Was höre ich in der Nacht bietet. Auch das vielleicht eine Anregung, dieses Stück oder die Noten zu diesem Stück mal wieder aus dem Notenschrank zu ziehen. Mein drittes Stichwort, Knoten. Ein Anhalt für Assoziationen beim Hören, den ich Ihnen vielleicht ans Herz legen kann, ist die Metapher vom Knoten. Und der Knoten, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, hat ja mehrere Perspektiven. Der Knoten verbindet Fäden so, dass sie Halt finden und eine Sache, die gut vertaut ist, die also mit guten Knoten gesichert ist, die birgt uns. Auf der anderen Seite ist der Knoten aber auch etwas Gefährdendes. Wenn wir gefesselt werden, dann sind wir in unserer Freiheit eingeschränkt, dann sehnen wir uns danach, dass Knoten gelöst werden. Knoten sind aber dann auch der Punkt, an dem Fäden zusammenlaufen. Denken Sie an das Wort Knotenpunkt. Da laufen Dinge zusammen, da verbinden sich Dinge, aber von da aus laufen sie auch weiter. Und das scheint mir hier für unser Konzert ein ganz interessantes Bild zu sein, weil wir genau solche Knotenpunkte hier beobachten können. Knotenpunkte, die die Namen verbindet. So gibt es einen Knotenpunkt bei Zilcher, durch den Mozarts Musik hindurchgegangen ist und der in diese besondere Umgebung hier in Würzburg seine Idee des Mozartfestes gestellt hat. Wir haben die Verbindung, die Verknotung von Zilcher, Orff und Glanzberg. Und wir können vielleicht auch von einem Knotenpunkt Orff-Hiller sprechen. Und in den Liedtexten des Abends, die Sie ja mitlesen können, da werden Sie manche Verknotung finden. Solche, die bestehen und solche, die sich lösen. In der Komposition von Wilfried Hiller spielt das Wort Knoten und Knoten lösen eine wichtige Rolle. Und diese Idee des Knotens, die, glaube ich, kann man auch in den beiden Klavierwerken des Abends hören. Eben einmal die schon erwähnte Fantasie von Mozart, in der es eben im ersten Teil hörbar um Störungen geht, um Hemmungen geht, um Verknotungen geht, die aber gelöst werden im Schluss, die also eine Perspektive der Freiheit eröffnen. Und bei Hermann Zinchers Zyklus können wir etwas Ähnliches erleben im Schlusssatz, der heißt »Dem Morgen entgegen«. Ich habe mir bei, als ich das mir hier so ein bisschen vor Augen und Ohren geführt habe, dieses Konzert, die Idee eines Mobiles gebildet. Ein Mobile, das ist ja ein fragiles Gebilde, das Streben verknotet und damit Verbindungen schafft, aber andererseits größtmögliche Freiheit gewährt. An Balancepunkten sind sie verknotet, in variablen Abständen zueinander und dabei in ihren Bezügen nicht aufeinander fixiert, sondern in Bewegung. Und ich erwarte in diesem Sinne heute Abend keine klingende Geschichtsstunde, das kann und soll es nicht sein, sondern ein, so möchte ich es einmal nennen, künstlerisches Ohrenmobile, ein Spiel mit Verbindungen und Lösungen über die Zeiten hinweg von etwa 1782, das ist das älteste Stück, was wir heute
Abend hören werden. Mozart bis ins Jahr 2021, bis zum 30. März dieses Jahres, als Herr Hiller die letzte Note in seinen Zyklus eingetragen hat. Und dieses Spiel, dieses freie Spiel der Verbindungen und der Lösungen, dem können Sie als Zuhörer und Zuhörerin folgen in Freiheit. Ich bin gebeten worden, noch zwei Ansagen zu machen zum Programm nach der Uraufführung Camilles Schwester von Wilfried Hiller wird es eine kurze Lüftungspause geben. Das schreiben die Corona-Schutzrichtlinien vor. Da werden die Fenster geöffnet. Sie werden aber gebeten, an ihren Plätzen sitzen zu bleiben, also den Saal nicht zu verlassen. Und eine kleine Änderung hat sich ergeben bei den Chansons von Norbert Glanzberg. Da wird zunächst als erstes Stück Jardin perdu gesungen, dann Il fait si bon t'aimer und das Padam Padam erfolgt dann am Schluss. Und nun genug der Worte, jetzt haben die Töne das Wort. Einen wunderbaren Abend wünsche ich Ihnen. Vielen Dank. Nicht mehr allein.
Mädchen, um dich drücke, dich an mein.
Oh,
Thank you.
Bonté,
Spielen.